Hallo allerseits und willkommen zu diesem kleinen, wahrscheinlich nicht so kleinen Infovideo zum Thema Genie. Ich werde nämlich dauernd gefragt, was das ist, wie das geht, was man da machen kann. Und vielen von euch ist sicherlich auch schon dieses Bitte täglich klicken auf der Startseite meines Kanals aufgefallen. Und ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal, was es damit auf sich hat. Ja, das ist also die Startseite von Genie. Genie ist ein ja, Social Network, würde ich sagen. Ja, früher war es anders, aber das ist unterm Strich egal. Ich erzähle euch einfach nur, wie es heute ist. Es ist ein bisschen wie Pinterest, habe ich mir sagen lassen. Ich war da nie angemeldet, ich kann euch das nicht sagen. Aber es soll mittlerweile wohl dem Ganzen sehr angepasst sein. Und es geht aber in erster Linie darum, dass man hier Geld verdienen kann. Zwar nur eine Online-Währung, Gins genannt, die man aber in echte Dinge eintauschen kann. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, ich logge mich ein. Ja, ich heiße hier nicht Nyasu. Das liegt daran, dass ich mich hier angemeldet habe wegen einer anderen Sache. Ich habe hier mal ein Review darüber geschrieben, als Genie ganz neu war und dafür Geld bekommen. Und weil ich mir dachte, ich melde mich nur für das Review an, habe ich irgendeinen Namen genommen. Dass ich unterm Strich jetzt schon seit 3 Jahren oder 3,5 oder was dabei bin und es total cool finde, ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich dann nicht Nyasu heiße. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwo nicht so heiße, wie ich immer heiße. Zumindest nicht bei Sachen, die ich wirklich gut finde und die mir nicht peinlich sein müssen. Aber gut, heiße ich halt nicht. So, loggen wir uns mal eben ein. Teilnahme ist kostenlos, wie ihr hier gerade gesehen habt. So, das ist meine Startseite. Ich habe extra diesen Avatar genommen, damit hier wenigstens mein Name steht. So, man hat also, ihr könnt euch das angucken, jeden Tag die Möglichkeit, also 746 kann ich noch verdienen und 88 habe ich schon. 746 plus 88 kann das jemand im Kopf rechnen. Ich könnte es, aber ich mache es dann bestimmt verkehrt. Ich bin sehr schlecht in sowas. Ja, ich rechne das jetzt nicht mal. Ich bin auch dumm manchmal. So, 834 Gins kann man pro Tag verdienen. 1000 Gins sind 1 Euro. Das heißt, man kann 83,4 Cent pro Tag verdienen. Das hört sich jetzt sehr wenig an, aber jetzt stellt euch doch mal vor, ihr schafft das wirklich und das jeden Tag. Dann sind das nach Adam Riese 304.410 Gins. Und ja, das könnt ihr euch sicherlich ziemlich einfach ausrechnen. Das wären nämlich 304 Euro. Ich sag euch gleich, das ist unmöglich. Wenn ihr nicht gerade arbeitslos seid und ganz, ganz viele Leute kennt und überhaupt, dann schafft ihr das nicht, so viel zu verdienen. Ich verdiene im Schnitt meine 150 bis 200 Gins pro Tag, das heißt meine 15 bis 20 Cent. An Wochenenden manchmal ein bisschen mehr, weil ich dann mehr Zeit habe, was zu tun. Aber trotz allem könnt ihr euch das hier mal oben angucken. Das ist mein Kontostand. 96.809. Ich habe also tatsächlich 96 Euro und 80 Cent in Gins auf meinem Konto. Wie kommt man denn nun an Gins? Das sind all die Aufgaben, die ihr erledigen könnt, für die es Punkte gibt. Ihr loggt euch täglich ein, das sind schon mal 10. Ihr loggt euch ordentlich aus, sprich ihr macht die Seite nicht zu, sondern geht tatsächlich hier oben auf Logout. Gibt auch 3 Punkte. Dann, wenn ihr alle vier, es sind nur 4 Stunden, hier steht 5, ich weiß nicht warum, wenn ihr alle 4 Stunden aktiv seid, das heißt, wenn dieser Countdown abgelaufen ist, müsst ihr was tun. Euch Seiten angucken, auf Werbebanner klicken, irgendwas. Und nach ein paar Mal klicken ist der Counter schon voll. Da gibt es 15 Punkte für. Ihr könnt euch Videos angucken. Irgendwas über Spiele, über Filme, übers Wetter, Nachrichten, Kochvideos. Und das können wir eigentlich mal eben machen. Ja. Weißer Bildschirm. Hallo. Oh, Vorführeffekt. Ah, oh, da kam jetzt was. Und ich habe jetzt aus Versehen auf Aktualisieren geklickt. Na, ist nicht schlimm. So. Gehen wir zum Beispiel auf Spiele.
Ich mache aber den Ton aus und weil das ist meistens sehr laut. Kann man sogar mehr oder weniger im Hintergrund laufen lassen. Ihr dürft nur keinen weiteren Tab offen haben, der mit Genie zu tun hat. Dann wird das nämlich abgebrochen, weil das Skript dann mitbekommt, dass ihr parallel surft und dann funktioniert das nicht. Hier oben seht ihr eine Leiste. Hier wird zwischendurch ein Capture-Code eingeblendet, den ihr eingeben müsst, als Beweis, dass ihr immer noch da seid. Und für 10-mal den Balken füllen gibt es jeweils 5 Punkte, sprich 50 insgesamt. Und dann habt ihr schon wieder 5 Cent verdient, einfach dafür, dass ihr bei all dem, was ihr sowieso am PC macht, im Hintergrund Videos laufen lasst. Finde ich schon mal ganz gut. Dann gibt es auch Games. Das ist vielleicht für die meisten von euch am interessantesten. Man kann hier also diverse Casual Games spielen und bekommt dafür auch Punkte. Auch wie bei den Videos 5 Punkte pro Balken. Ihr könnt zum Beispiel Plants vs. Zombies spielen. Es gibt auch Deponia hier irgendwo drin. Ich glaube, unter Strategie war es. Es gibt Bejeweled, es gibt irgendwelche Café- oder Restaurant-Manager-Spiele. Hier sind also allerlei Spiele. Also ihr könnt auch in diesen Spielen speichern. Es ist nicht so, dass ihr immer wieder von vorne anfangen müsst oder so. Es wird wirklich in eurem Account gespeichert und ihr könnt beim nächsten Mal einfach weitermachen. Und das ist alles kostenlos. Und ihr kriegt sogar noch ein bisschen Geld dafür, dass ihr das spielt. Wenn ihr also eh gerne solche Spiele spielt, dann lohnt sich das. Ich spiele meistens Tower Solitaire, das hier. Oder Shanghai Mahjong. Kann ja mal eben Tower Solitaire spielen. Ihr könnt das auch als Favorit hinzufügen. Dann habt ihr direkt schnellen Zugriff darauf. Ja, jetzt kommt erstmal Werbung, die ich nicht überspringen kann, aber der ich wenigstens den Ton leise machen kann. Freigenette? Ja, war klar. Ich trinke das Zeug nicht, aber ich kann mich so gut an diese Rose erinnern. Das ist übrigens Genie, das Maskottchen der Seite mit ihrer Katze. So, ihr seht hier wieder diesen Aktivitätsbalken. Oh, laut! Jetzt kommt nochmal Werbung. Das davor war Werbung von Genie. Das hier ist jetzt Werbung, die der Anbieter des Spiels schaltet, weil das sind natürlich alles ganz normale Spielefirmen. Ich denke, sowas wie Zylom und so. Ich weiß nicht, welche dahinter steckt, aber irgendeine Firma muss ja diese ganzen Spiele zur Verfügung stellen. Und die wollen natürlich auch, dass man dann die Spiele kauft, sich diese Werbung hier anguckt, etc. pp. Ja, danke. So, genau hier. Solitaire Paradise Com hat dieses Spiel hier gesponsert. Warum ich das besonders gerne spiele, weil es so belanglos ist. Das ist also so ein ganz normales Solitärspiel, bla bla bla, Anleitung. Die meisten Anleitungen sind auf Deutsch, die jetzt nicht. Wo es halt darum geht, diese Pyramide hier abzuräumen. Ne? König Ass, Ass 2, es gelten die gleichen Reihenfolgen wie beim richtigen Solitär. Und das sieht schon mal überhaupt nicht gut aus. Wildcard ist ein Joker, klar. Joa, das spiele ich also ganz gerne zwischendurch mal. Nicht so oft, wie ich sollte. Also ich verdiene selten Punkte dadurch, dass ich hier irgendwas spiele, weil ich meistens so viele andere Dinge zu tun habe. Wann spiele ich denn noch mal außerhalb der Kamera? Das kommt sehr selten vor. Ja, da sind wir schon platt. Man kann sich also auch in Highscores eintragen lassen. Ich könnte jetzt hier meinen Namen eintragen. Der Highscore ist aber zu peinlich, um das zu tun. Dann gibt es noch die Daily Games. Das sind Genie-eigene Spiele. Da gibt es nur zwei von. Und zwar einmal Memogin. Memory darf man ja nicht sagen, weil Memory von Ravensburger geschützt ist. Und wenn eine Firma, die Geld damit verdient, das ernsthaft als Memory bezeichnet, dann wird die verklagt. Das könnt ihr also zweimal pro Tag spielen. Es gibt jeweils 25 Punkte, sprich 2,5 Cent dafür. Oder waren es nur 20? Müssen wir gleich mal gucken. Das ist also ein Memory-Spiel mit Bildern von Genie, also von dem Flaschengeist. Und das hier ist Ginzilla. Ginzilla ist ja die Gotts.
Oh, laut. So, sind wir jetzt alle taub. Bei Godzilla geht es darum, Godzilla ist die Godzilla-Version von Genie, sechsmal hier Genie zu finden, ohne dass einen Godzilla erwischt, was ich jetzt direkt schon beim ersten Mal getan habe. Und das ist bockschwer, man muss unglaublich viel Glück haben, damit das funktioniert. Vielleicht klappt es ja jetzt mal. Nein, verloren. Na gut. Dann halt nicht. Aber ihr müsst das Spiel gewinnen. Ne? Ihr müsst auch Memory erfolgreich beenden. Ihr habt 20 Leben, also man kann in Anführungsstrichen sterben und muss das nochmal machen. Einfach nur spielen bis zum Ende reicht nicht. Hier seht ihr also auch, ne? Zocke Activity Games bringt 5 Punkte pro Balken. Ginzilla bringt 25 pro Spiel. Könnt ihr zweimal machen. Nemo Gin bringt 20. Dann gibt es noch das, was ich euch immer darum bitte zu klicken. Wenn ihr nämlich auf diesen Button von mir klickt, bekomme ich für jeden Klick 8 Punkte, maximal 30 Mal pro Tag. Es müssen 30 verschiedene Leute sein, die IP wird da also überprüft. Es bringt also nichts, wenn ihr 30 Mal draufklickt, da kriegt trotzdem nur 8 Punkte für. Dadurch kann man also schon eine ganze Menge machen. Wenn ihr mal guckt, das sind ne, 8 mal 30 sind 240. Na, das macht schon mal eine ganze Menge aus, wenn man das jeden Tag macht. Dann gibt es noch Sponsor-Gins. Da gab es früher mal mehr, sind jetzt relativ wenig geworden. Da kriegt ihr Gins als Dankeschön dafür, dass ihr euch bei Sponsoren registriert. Zum Beispiel hier My Little Farmies spielt. Oder manche Sachen sind kostenpflichtig. Hier kostenpflichtiges Abo abschließen. Es gibt aber auch Gratis-Dinger. Halt irgendwelche Spiele, Gewinnspiele, Umfrageportale. Wenn ihr euch da anmeldet, gibt es also Gins gut geschrieben. Hier 510 zum Beispiel. Oder hier eben 1196. Dafür müsst ihr aber auch was kaufen. Lohnt sich nicht, wenn ihr nicht sowieso was kaufen wollt. Aber wenn ihr einfach mal sowieso gerne an Gewinnspielen oder sowas teilnimmt, dann könnt ihr das machen, aber achtet darauf, dass es was Kostenloses ist, weil sonst lohnt es sich nicht. Lotterie gibt es auch, da könnt ihr einmal pro Tag für 50 Gins ein Los kaufen. Und der Gewinner kann dann hier zum Beispiel 20.000 Gins gewinnen, das sind 20 Euro, das ist schon nett. Aber es gewinnen nur 5 Leute pro Tag und naja, muss man selber entscheiden, ob es einem das wert ist. So, da, das sind übrigens meine Nachrichten. Benachrichtigungen gibt es hier auch. Das neueste Feature, was eben auch an Pinterest erinnert, sind die Pins. Das können wir auf der Startseite unter Entdecken sehen. Da meine Timeline. Man kann da also auch ähnlich wie bei Instagram Leuten folgen. Leute können einem selber folgen und man kann halt Dinge pinnen, allerdings nur Bilder. Und ihr könnt die Bilder repinnen, sprich teilen, wie bei Facebook. Ihr könnt selber was pinnen, indem ihr es hochladet. Oder wenn ihr so einen Pin-Button habt, guckt euch zum Beispiel mal, nehmen wir YouTube, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, das ist jetzt meine YouTube-Startseite. Wenn ihr hier auf Pin geht, dann kriegt ihr eine Auswahl von Bildern, die auf dieser Seite sind. Ihr könnt dann das Bild auswählen, was ihr gerne pinnen möchtet. Dann schreibt ihr irgendwas dazu und wenn ihr jetzt auf Pin hinzufügen geht, habt ihr also dieses Bild auf einem eurer Boards. Ihr könnt welche anlegen, nach Themen sortiert, gepinnt. Für drei dieser Bilder pro Tag gibt es jeweils Punkte. Es gibt auch Punkte dafür, dass ihr drei Bilder repinnt. Es gibt Punkte dafür, dass ihr ein Bild kommentiert oder dass ihr es liked. Da gibt es also auch nochmal Gins für. Manche posten das Pinnen deswegen jeden Crap. Andere nicht. Manche Sachen sind also hier richtig cool. Viele posten Tierbilder, irgendwelche Anime-Bilder. Manche posten auch nur Sprüche.
Hier, ihr Hund ist nie angeleint, ihre Kinder auch nicht. Aber das sind Kinder. Ja, aber der Hund kann gehorchen, ihre Kinder nicht. Ja, finde ich gut. Liken. So, wieder ein Punkt verdient, glaube ich. Könnt ihr auch mal gucken, wie viele Punkte es da genau für gibt. Genau, man kann sich auch die Boards, also sprich die gepinnten Sachen von anderen Leuten angucken. Wir können uns ja mal eben meines angucken. So, das ist mein Profil. Und das sind all die Dinge, die ich schon so gepinnt habe, wenn der Tag lang ist. Das war so eine allgemeine. Da habe ich einfach irgendwelche sinnlosen Sachen von Genie gepinnt, einfach nur der Punkte wegen. Hier poste ich privat. Das sind Sachen halt von mir persönlich oder Sachen, die ich gerade bei eBay verkaufe oder so. Dann gibt es ein eigenes Haustierboard. Da ist Maron natürlich auch drauf genannt. Dann gibt es ein Veganboard. Da poste ich also auch allerlei Kochfotos und so und was Gemischtes. Und wenn jemand eure Bilder repinnt oder liked oder was auch immer, kriegt ihr da auch Punkte für. Ich habe also für mein dies und das Board schon 1630 bekommen. Immerhin 1,06 Euro, einmal 1,63 Euro. So, jetzt kommen wir aber zum Allerwichtigsten. Was macht man jetzt mit diesen ganzen Punkten? Ich meine, ich habe hier knapp 100 Euro in Punkten. Früher, jetzt muss ich es doch einmal sagen, war es bei Genie so, dass man von ausgewählten Partnern, unter anderem Amazon, sich was wünschen konnte. Und sobald der gewünschte Betrag erreicht war, plus 3,50 € Bearbeitungsgebühr, konnte man den Wunsch dann einlösen. Dann hat Genie einem das bestellt und zugeschickt. Das haben die aber eingestampft. Viele haben sich deswegen beschwert, weil man jetzt natürlich das halt nicht mehr machen kann. Aber bis das bestellt war und bis man es dann wirklich zu Hause hatte, konnten schon mal 2 Monate vergehen. In der Zeit ist das Produkt bei Amazon aber vielleicht schon teurer geworden. Also musste man den Wunsch reaktivieren, sprich das Häkchen bei Preis erreicht wegmachen und dann die Differenz, die einem jetzt fehlte, nochmal sammeln. Oder aber der Wunsch war mittlerweile von Amazon um 5 Euro reduziert worden, aber dass die Sachen, die einmal schon auf diesen Wunsch eingezahlt worden sind, entweder von einem selbst oder von anderen Leuten, die einen unterstützen wollten, dieses Geld wäre dann weg gewesen. Man konnte sich natürlich was anderes wünschen dann für das Geld, vielleicht auch wenn man den Artikel schon bekommen hat, zufällig geschenkt zum Geburtstag oder so. Aber wenn ihr jetzt einmal mal, ihr habt euch was für 30 Euro gewünscht und 25 davon schon zusammengekriegt. Jetzt bekommt ihr das aber zum Geburtstag geschenkt und so wünscht euch was anderes, was aber nur 20 kostet. Dann hat das System gesagt, das geht nicht. Der Wert des Wunsches muss genauso hoch sein wie das, was schon drin ist oder höher. Also entweder ihr habt den Wunsch 5 Euro höher gesetzt, als er eigentlich war und 5 Euro verschenkt oder ihr habt euch was anderes ausgesucht. Das war sehr viel Hackmeck. Genie hat auch ein bisschen Probleme mit den Lieferanten gehabt, dass dann die Wünsche nicht richtig kamen, zu spät kamen, die Rechnungen verkehrt waren und das machen die jetzt nicht mehr. Jetzt funktioniert alles über den Marktplatz. Der Marktplatz ist sowas Ähnliches wie Amazon Marketplace oder wie eBay sofort kaufen, allerdings komplett ohne Gebühren. Ihr könnt da also alles Mögliche verkaufen, was immer ihr verkaufen wollt. 18er Sachen halt nicht, also jetzt keine Pornos oder so, klar. Wobei ich dazu sagen muss, die 18er Version von Silent Hill, dem ersten Teil aus den USA, habe ich gekauft. Denn in Europa und Japan sind bestimmte Monster ersetzt worden in Silent Hill, weil sie aussahen wie kleine Kinder. Und es kann nicht sein, dass man mit irgendeiner Waffe auf kleine Kinder einprügelt. Und deswegen wollte ich die US-Version haben, in der diese Originalgegner drin vorkommen. Hat jemand bei Genie verkauft für 15 Euro? Habe ich gekauft. Manche von euch bei Facebook haben vielleicht auch gesehen, dass ich mir Resident Evil 1 für den GameCube gekauft habe. 15 Euro plus Porto hier bei Genie. Und da ich dafür eigentlich die ganze Zeit nur Werbung angucke und so einen Unfug, habe ich die Spiele quasi gratis bekommen. Das heißt, ihr könnt hier einfach mit den Punkten, die ihr habt, alles kaufen, was andere Leute hier so anbieten. Und ihr zahlt einfach den ganz normalen Preis und das Porto, aber ihr zahlt nicht in Echtgeld, sondern nur in Gins. Und ihr zahlt dafür keine Bearbeitungsgebühr mehr. Vorher waren es ja 3,50 €. Und derjenige, der hier Sachen anbietet, ich verkaufe hier auch was, das könnt ihr euch mal ansehen, was ich aktuell anbiete,
Hier zum Beispiel Sticker. Ich zahle dafür auch keine Bearbeitungsgebühr, wenn das verkauft wird. Das geht zu 100% an mich. Das ist gut. Viele haben jetzt gesagt, im Shop gibt es aber nur Crap und der ist voll überteuert. Ja, sicher. Das kennt ihr aber auch von eBay, das kennt ihr von Flohmärkten. Manche Leute wollen Preise wie im Freudenhaus, die jenseits von der Realität sind. Die wollen 30 Euro für irgendein uraltes Gameboy-Modul, was noch nicht mal mehr selten ist. Oder 15 Euro für Tetris. Kein normaler Mensch zahlt das. Und natürlich laufen diese Freaks auch bei Genie rum. Ich dagegen habe meine Ware in ziemlich gutem Zustand und ich habe faire Preise. Ich habe zum Beispiel gestern wieder zwei kleine Sailor Moon-Pakete reingestellt. Die waren nach nicht mal 5 Minuten weg. Ich frage mich manchmal, warum ich so viele Fotos dafür mache und die Artikel so liebevoll beschreibe, wenn die sowieso sofort weg sind. Na, also ich habe hier den Großteil der Gins hier, muss ich ja zugeben, habe ich jetzt nicht über die Werbung. Über die Werbung waren es, glaube ich, 40 oder so. Also ich kriege schon meine 50, 60 Euro im Jahr zusammen. Aber den Großteil jetzt, ich habe ja schließlich auch schon wieder einiges ausgegeben, habe ich wirklich bekommen, weil ich Krempel von mir verkauft habe. Und das Gute ist, dadurch, dass es kein Echtgeld ist. Ne, gerade jetzt bei Jüngeren, die eh nicht viel Taschengeld oder so haben, dadurch, dass die hier einfach sich ein paar Euro dazu verdienen können, ohne irgendwas Illegales zu tun, ohne das Einverständnis ihrer Eltern haben zu müssen. Also Genie ist, glaube ich, ab 14 oder ab 13 erlaubt, keine Ahnung. Können die hier einfach was ausgeben? Bei eBay kann man zum Beispiel erst mal ab 18 mitmachen. Ne, wenn man da also irgendwas findet, was man gerne hätte und man ist noch nicht 18, muss man das also über die Eltern machen, die sagen vielleicht nein. Und es gibt also viele Dinge, für die ich bei eBay nichts kriegen würde. Weil dann kommt ja noch Porto dazu, bla bla, und dann kriegt man vielleicht, wenn man Glück hat, einen Euro. Und da, dass bei Genie das Geld in Anführungsstrichen nicht echt ist und man da auch in Anführungsstrichen nichts für tun muss, außer so ein bisschen rumwuseln, sitzt es etwas lockerer. Das heißt, die Leute bezahlen hier für Dinge mehr als bei eBay. Ich habe hier Sachen für 5 Euro verkauft, da hätte ich bei eBay vielleicht einen für gekriegt. Wenn ich Glück habe, zwei. Na, ich kann also hier Dinge reinsetzen, die bei eBay nicht genug bringen, als das, was ich gerne hätte, die aber auch zu schade zum Wegschmeißen sind, aber die ich auch nicht behalten möchte, weil sie hier nur einstauben. Und so kann ich bei Genie richtig schöne Sachen, die also wirklich noch schön sind, ich kann euch das einfach mal zeigen hier. Irgendein Beispiel. Ja, das habe ich gestern gemacht. Ich habe schon einige Sachen, klar, die lösche ich natürlich, sobald die verkauft sind. Das habe ich gestern verkauft. Ich habe auch extra ein Mauzi dabei gesetzt, weil, naja, sind halt meine, ne? Hier halt, das ist ein Stickeralbum mit diversen. Nein, ich wollte keine O2-Karte. Was ist das denn jetzt? Jetzt bin ich aus Versehen auf so ein Werbeding gekommen. Das wollte ich nicht. Genie macht sein ganzes Geld natürlich über Werbung. Die haben nichts zu verschenken, deswegen läuft die auch immer Werbung. Übrigens, wenn ihr ein Werbe-Anti, also so ein Adblocker benutzt und das Genie-Skript kriegt das mit, wird euer Account gesperrt und gelöscht. Weil die verdienen ihr Geld durch Werbung. Wenn ihr rumsurft und bekommt Geld, aber seht euch die Werbung nicht an, dann untergrabt ihr das System und die haben auch nichts zu verschenken in dem Sinne. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann schaltet euren Adblocker bitte aus. Ja, was wollte ich sagen? Hier sehen wir also nochmal die Fotos. Ne, 20 Seiten mit ganz, ganz vielen Sailor Moon Stickern, größtenteils Extras aus dem Comic-Magazin früher. Und das habe ich jetzt für 5 Euro plus Porto verkauft, also 4,99. Hätte ich bei eBay sicher nicht gekriegt. Da hätte ich vielleicht einen für bekommen oder so. Also sehr, sehr schön. Ich habe hier auch super nette Leute kennengelernt, die sich freuen über die Dinge, die ich reinstelle. Die auch mal sagen, oh, machst du noch mehr? Oder die auch wirklich sagen, hör mal, ich möchte gerne den und den und den und den Artikel von dir haben. Kannst du mir die als Paket zusammenstellen, damit ich nicht jedes Mal Porto bezahlen muss? Mache ich auch. Gibt sogar noch ein bisschen Mengenrabatt drauf. Ne? Wenn man hier wirklich fair handelt, wird man seine Sachen richtig gut los. Problem an der Sache ist, ich habe jetzt also knapp 100 Euro. Und wenn jetzt in den nächsten Wochen nichts reingestellt wird, was mich interessiert, bleibe ich da drauf sitzen. Ich kann mir die nicht in bar auszahlen lassen oder sonst irgendwas. Ich kann die nur im Marktplatz ausgeben. Das ist das einzige Manko an dieser Geschichte, dass es keine Shops mehr gibt, bei denen man was bestellen kann, sondern dass man halt wirklich darauf angewiesen ist, dass irgendwelche Leute irgendwas Sinniges online stellen. Wie gesagt, ich habe zwei Spiele schon gekauft. Ich habe ein Buch gekauft, das kriegt meine Mama zum Geburtstag. Nee, ich habe sogar zwei Bücher gekauft. Ich habe deutlich mehr verkauft als gekauft, gebe ich zu. Aber man findet immer mal wieder was, was einen interessiert.
Guck mal eben, genau, hier ist zum Beispiel Silent Hill. Ne, 16,50 € inklusive Porto. Sehr guter Zustand. Komplett mit Anleitung und allem und US-Import. Das sind vor allen Dingen auch Dinge, die man bei eBay gar nicht kriegt, weil 18 und böse und Ausland und ihr wisst schon. Man kann hier also richtig Schnäppchen machen. Wir können ja zum Beispiel mal gucken, was es aktuell zu Resident Evil gibt. Hier, Resident Evil 4 für den GameCube, 15 €. Ist okay. Resident Evil 5 für 25 € gebraucht, ist absurd. Das Spiel gibt's für was? 19 € neu? Also, da muss man natürlich gucken, ob sich das jetzt wirklich lohnt. Wir können ja jetzt auch mal, gehen wir mal Cosplay ein. Sind natürlich sehr, sehr viele Anime- und Manga-Fans hier unterwegs. Und ja, hier zum Beispiel. 8,50 € für eine handgearbeitete Fließmütze im Panda-Design. 8,50 € finde ich völlig okay für handgemacht. Die macht sogar die Maße, wie man sie gerne hätte. Ach ja, ich habe da einen Schulterdrachen bestellt im Glurak-Design. Für 13,50 € plus Porto. Super. So, hier eben schnell, das sind Genie-Banner. Die tauchen zwischendurch statt Werbung auf. Und für jeden Banner, den ihr findet, es gibt 10 Stück, gibt es auch nochmal jeweils 5 Punkte. Das sind so Kleinigkeiten, die man einfach so nebenbei machen kann. Zwischendurch wird hier unten auch ein Ginzilla eingeblendet. Da gibt es auch jeweils 5 Punkte für, wenn ihr draufklickt. Na, hier sogar nur mit Ohren, ohne Gesicht, 6,50 €. Das ist ein Witz für selbst gemacht. Selbst für nicht, so selbst für maschinell gemacht, ist das ein Witz. Na, also wenn man hier sucht, ordentlich, und wenn man weiß, was man will, kann man was finden. Man muss aber vielleicht ein bisschen Geduld haben. Wenn einem übrigens Gins fehlen, wenn man jetzt was für 50.000 sieht, man hat aber nur 43.000, kann man auch tatsächlich echt Geld investieren. Allerdings kommt dann immer so ein bisschen Bearbeitungsgebühr dazu. Und ihr kommt deutlich besser an Gins, wenn ihr einfach selber irgendwas verkauft. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat zu Hause noch irgendwas, was nicht Schrott ist. Bitte sollte schon ordentlich sein, dass er loswerden kann. Aber es gibt jetzt seit einer Woche Neuerungen. Und zwar die Genie Premium Artikel. Genie selbst bietet nämlich auch was an. Also die es sind nicht nur Privatpersonen, die hier anbieten, es sollen langfristig auch Shops dazukommen, also offizielle Firmen, die da was online stellen. Aber Genie selbst verkauft auch Dinge. Die haben die direkt auf Lager, da muss man dann nicht mehr 2 Monate warten, die werden direkt verschickt. Zum Beispiel 50 € Amazon-Gutschein. Kostet auch exakt 50 €. Zooplus-Gutschein. GTA 5 Special Edition für Xbox oder PS3 aus Benelux. Ich glaube, die ist aus der Schweiz mit Blaupausen und Download-Specials, bla bla. 85 €. Hätte ich jetzt sogar die Kohle, interessiert mich null. Aber könnte ich mir jetzt tatsächlich kaufen. Aber ihr seht das hier. Um an diese Gutscheine zu kommen, muss man 5 Freunde eingeladen haben, die mindestens Level 10 erreicht haben. Es gibt also Level hier drin für jeden Daily. Daily sind diese Tagesaufgaben, für die man Punkte bekommt. Für jeden Daily, den man erfüllt hat, bekommt man einen Punkt. Und für so und so viele Punkte gibt es ein Level Up. Level 10 erreicht man innerhalb von, weiß ich nicht, 3, 4 Wochen oder so. Das geht echt schnell, wenn man das mal so ein bisschen dahinter klemmt. Ich bin mittlerweile auf was Level 53 oder so. Wie bei Pokémon, die ersten Level-Ups gehen immer schnell. Wenn ich also 5 Freunde werbe, die Level 10 erreichen, wird dieser Part hier freigeschaltet und ich kann mir einen dieser Artikel oder auch so viele, wie ich mir leisten kann, halt kaufen. Für 10 Freunde gibt es entsprechend mehr, unter anderem eine Xbox One oder eine Wii U. Und für 20 Freunde, da muss man natürlich auch entsprechend die Kohle haben, kann man natürlich auch das hier freischalten. Werde ich aber, glaube ich, niemals erreichen. Ich würde mich schon freuen, wenn 5 zusammenkommen, denn so ein 50 € Amazon-Gutschein. Und wenn jetzt, ich habe noch 2 Sachen verkauft, wenn da der Empfang bestätigt wird, man kriegt nämlich bei Dingen, die man auf dem Marktplatz verkauft, die Punkte erst gut geschrieben, wenn derjenige den Empfang bestätigt hat. Dann habe ich die 100 voll, dann könnte ich mir also tatsächlich 2 50 € Amazon-Gutscheine kaufen und mit dem Geld was Schönes anderes kaufen. Zum Beispiel den Resident Evil 4 GameCube, den ich euch bei Facebook vorgestellt habe. Ja,
Ich bin also von Genie immer noch sehr begeistert. Es sind viele am Schimpfen und sind weggegangen, weil die sind alle so doof und es ändert sich immer alles. Ja, liebe Leute, natürlich ändert sich die Welt. Und wenn ich feststelle, dass das System, was ich habe, nicht funktioniert und die Leute sich alle beschweren, dass die Ware zu spät kommt, nicht kommt, die Händler sagen, ist ja nett, dass du 20 Artikel bestellt hast, wir verschicken die aber nicht, hahaha. Dann sage ich als Firma auch irgendwann, es ist gut, ich muss mir was anderes überlegen. Das neue System läuft jetzt seit 2 Monaten oder was und natürlich dauert es, bis so ein System ans Laufen kommt. Ihr kennt das selber, neue Dinge brauchen ihre Zeit. Und ich habe dem System von Anfang an eine Chance gegeben, weil ich es gut fand. Ich habe gerne was bei Genie verkauft, aber es kam halt immer diese, man musste damals, glaube ich, 10% oder was Bearbeitungsgebühr plus Einstellungsgebühr bezahlen. Hat sich als Verkäufer also nicht so rentiert. Man musste die Preise etwas höher schrauben, um die Gebühr wieder auszugleichen und so. Muss man jetzt nicht mehr. Man packt es einfach rein, man zahlt keinerlei Gebühren. Da kann eBay echt mal einpacken bei so, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten. Ich finde es gut, ich bin erfolgreich damit, wie ihr oben an meiner Punktzahl sehen könnt. Und ja, wenn ihr euch anmelden möchtet, dann klickt bitte auf den Link in der Beschreibung oder auf den, der hier jetzt gleich eingeblendet wird. Denn ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das über mich macht, damit ich mir vielleicht doch irgendwann mal diesen Amazon-Gutschein gönnen kann. Wichtig ist nur, meldet euch nicht an, um mir einen Gefallen zu tun, denn einfach nur registrieren reicht nicht. Ihr müsst Level 10 erreichen und dafür muss man schon ein bisschen was tun. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Wir können mal eben gucken, auf welchem Level ich bin. Ich bin auf Level 62, okay. Hier oben seht ihr auch immer so ein Fenster, was eingeblendet wird, wenn ihr gerade wieder einen Punkt verdient habt oder mehrere. Und ich brauche jetzt zum Beispiel 400 Punkte oder was, um das nächste Level zu erreichen. Das ist bei den kleineren Leveln natürlich nicht so. Ach ja, noch ein kleiner Hinweis, man kann auch sagen, konnte man früher sagen, dass man sich nichts wünscht in Sachgegenständen, sondern dass man als Wunsch einstellt, dass irgendeinem Verein was gespendet wird. Das gibt es momentan nicht, aber es wird bald wieder kommen, haben sie versprochen. Hoffen wir, dass das auch so ist, weil ich finde es immer noch gut, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte mein Geld gerne in einem Tierschutzverein spenden oder sowas. Wenn man im Marktplatz nichts findet, aber gerne mal ein bisschen was von seiner Gin-Kohle abbauen will, dann ist das eine sinnvolle Investition. Jo, jetzt wollte ich aber mal eben noch mal hier euch noch so ein paar Artikel einfach zeigen, was es hier so gibt. Man kann hier natürlich auch nach Kategorie suchen. Ach, das hatte ich schon gemacht, da waren nur die Pandas. Das ist aber schade. Es gab so ein cooles Gothic Lolita Kleid. Ist das schon wieder weg? Tatsache. Na gut, schade. War echt schön. Aber ihr seht, wenn man gute Artikel zu fairen Preisen anbietet, dann gehen die auch weg. Man darf natürlich jetzt hier nicht zu viel erwarten. Na? Man darf aber auch nicht, also mal ganz ehrlich, wenn das jetzt hier 2 € mehr kostet als bei Amazon, kaufe ich es trotzdem hier, weil hier habe ich das Geld und ich mache kein Minus auf meinem Konto. Na? Ja, wie gesagt, den Link zum Anmelden findet ihr unten in der Beschreibung und hier irgendwo oben im Video. Vielleicht wird es auch das ganze Video eingeblendet. Mal gucken. Und ich würde mich freuen, wenn ich euer Interesse geweckt habe. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch nicht anmelden, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr einmal täglich auf den Link auf der Startseite des Kanals klickt. Ja, das war wieder ein vollkommen unkurzes Infovideo, aber das seid ihr von mir ja gewöhnt. Und ja, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.